Okay, yeah. Ich genieß mein Leben, ja, denn du bist mein Gegner. Und somit komm ich locker weiter. Du machst Afro-Trap, lol, doch das ist vergeben, ja, denn du bist an mir schon gescheitert. Es ist ein wunderschöner Tag, die Vögel zwitschern, doch deine Blumen blühen noch nicht. An Tagen wie diesen sollten Leute wie du zur Hölle fahren. Für diesen Schrottmist, für diesen Schrottmist, für diesen Schrottmist, für diesen Schrottmist, für diesen Schrottmist. Du Parodie auf einen Mensch, machst viele Dinge voll im Ernst, bei denen andere Leute sagen, ich meine das bloß als Scherz. Zum Beispiel machst du Afro-Trap und willst ein echter Gangster sein. Sogar Leute, die im Flugzeug klatschen, passen da noch besser rein. Außerdem siehst du so aus, als hättest du Colles Buch gekauft und dachtest, alles wäre wahr, sodass du Spinner nun halt glaubst, dass die Erde flach ist, da wird Theorie auch gar nicht stimmte. Um den Schwachsinn noch zu toppen, trägst du so eine Brille. Du sagst, du wärst gebildet, doch verkackst dann an Grammatik. Junge, ey, das passt nicht, Leute sagen, sie haben Lachkicks, wenn sie deine Runden sehen, doch behalten sich nun vor, dass sie über dich lachen und nicht durch deinen Humor. Ohne deinen Scheiß-Teacher wärst du nicht mal im Turnier und da ist Maverick dabei. Alter, schämst du dich dafür? Du bist so hässlich, sogar ich kann dich mit Aussehen dissen. Ich denk, das kann man mal so stehen lassen. Ich bin der Boss, das sind viele hier um mich rum und die wollen ihr Brot abhaben und die wollen ihre Krümel davon abhaben, aber die kriegen gar nichts mehr. Nur die Stabilen, die seit Tag 1 mit mir sind und die sich bewährt haben, die sind an meiner Seite ab jetzt aussortiert worden. Und ihr seid entweder dabei oder nicht. Ich schaute deine Quali und dachte, da mach wer Bekanntes mit. Denn du rappst so verständlich, dass das mich auf den Gedanken bringt, dass du Tanzverbot bist. Nur sucht er sich fürs Video noch einen Spaß als Statist. Und nach ewig langer Suche hatte er dich dann gefunden. Jemand noch hässlicheren als er, da hat er sich selbst gewundert. Er gibt dir einen Fünfer fürs Video und sagt, das soll so passen. Doch du machst dich damit unbeliebt im Internet wie Axel Voss. Deine Quali hat die meisten Klicks und das ist auch ein Leuchten. Man muss das halt leider 10-mal hören, denn das ist so undeutlich. Aber das wär auch nicht schlimm, denn der Text ist auch nicht besser. Ich fick die und auch die, das glaubst du doch nicht mal selber. Aber du beweist, du hast voll Ahnung von Geschlechtsverkehr. Laudiert ist man jetzt Ei, Alter, muss man dir das echt erklären? In solchen Zeilen denkst du wirklich noch an Battlesieg. Aber es ist klar, dass du bei akzeptablen Rappern fliegst. Wie zum Beispiel mir, du Nutte. Bam.